Letzte Woche, Donnerstag und Freitag, war ich auf der Langstrecke zwischen Kiel und München und zurück unterwegs und habe dabei einen Elektroautofahrer getroffen, der wieder zurückwechseln will zum Verbrennern. Und zwar, weil er einen kleinen vermeidbaren Denkfehler gemacht hat. Hallo und herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Beratung und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektrofahrer und Interessierte. In diesem Video geht es um einen kleinen, aber vermeidbaren Fehler, den viele, die vom Auto mit Verbrennungsmotor umsteigen, zu einem Auto mit Elektromotor machen. Ich war in Hohenwarsleben und habe dort mein Tesla Model S geladen und mich mit einem Skoda Enyaq-Fahrer unterhalten. Dieser pendelt wöchentlich, weil er in der Tschechei im Stammwerk von Skoda in der Karosseriefertigung arbeitet, zwischen der Tschechei und Wolfsburg. Ich habe ihn dann natürlich gefragt, wie es denn so mit dem Enyaq ist, wie er sich schlägt, und er meinte, er ist ganz begeistert von dem Auto, aber er weiß nicht genau, ob er, wenn er nach den 20.000 Kilometer Nutzung einen neuen Firmenwagen bekommt, wieder ein Enyaq nimmt, weil er einfach zu lange laden muss. Das hat mich natürlich erstmal ein bisschen überrascht, und dann habe ich nachgefragt und hat er mir erzählt, also zum einen lädt er ausschließlich bei Ionity. Das ist natürlich auch nachvollziehbar, weil Ionity vermutlich mit den Angehörigen vom VW-Konzern einen super Deal hat. Und zum anderen lädt er nicht zu Hause. Das heißt also, er nutzt im Prinzip sein Elektroauto wie ein Verbrenner. Denn vorher ist er die 500 Kilometer vom Werk Mladá Boleslav, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, bis nach Wolfsburg mit seinem Verbrenner durchgefahren. Hat er in Wolfsburg kurz getankt und zurück, oder je nachdem, was er für ein Auto hat, vielleicht auch gar nicht tanken müssen und die 1000 Kilometer einfach so fahren können. Jetzt fährt er mit dem Elektroauto vom Werk erstmal gut 200 Kilometer bis zum ersten Ionity-Lader in der Nähe von Dresden. Dort steht er 29 Minuten und dann fährt er bis nach Hohenwarsleben, das sind 223 Kilometer, und steht dort dann fast eine Stunde. Warum steht er da so lange? Ganz einfach, obwohl es nur noch 72 Kilometer bis Wolfsburg sind, muss er dort bis über 90% laden, damit er immer sein Auto bei sich zu Hause in Wolfsburg übers Wochenende stehen lassen kann und dann wieder zurückkommt nach Hohenwarsleben. Und dann dort wieder eine halbe Stunde lädt und dann wieder nach Dresden fährt, wieder eine halbe Stunde lädt. Also das heißt, er lädt insgesamt 2 Stunden 9 Minuten. Ich habe das hier mal nachvollzogen mit dem A Better Route Planner und verschwendet so sozusagen pro Tour eine Stunde an Ladezeit. Was kann man jetzt besser machen? Also zum einen ist es ganz wichtig, ein E-Auto tankt man nicht und man lädt es auch nicht wie ein Verbrenner, sondern E-Auto wird geladen, wenn es rumsteht. Das heißt, viele unterschätzen am Anfang den Zeitvorteil, wenn sie an ihrem Ziel das sogenannte Destination Charging machen. Sprich, dann einfach, wenn das Auto sowieso rumsteht am Wochenende oder über Nacht, das Auto zu laden. Und selbst wenn man das nur ändern würde und hier dann auf das Destination Charging umsteigen würde, könnte man schon richtig viel Zeit sparen. Auch das habe ich wieder mit dem Better Route Planner kalkuliert. Und hier sieht man jetzt, dass nur noch 1 Stunde 21 Minuten insgesamt geladen werden muss. Das bedeutet nämlich, dass dann in Dresden wieder die halbe Stunde geladen wird und in Hohenwarsleben nur noch 9 Minuten. Und nicht 50 oder wie viel auch immer. Und auch auf der Rücktour wird wieder nur ganz kurz in Hohenwarsleben geladen, nämlich 12 Minuten und 31 Minuten in der Nähe von Dresden. Wahrscheinlich könnte man durch die Reduzierung der Geschwindigkeit, ich habe hier mit 140 Kilometer möglicher Fahrgeschwindigkeit gerechnet, vielleicht mit 130, im Sommer auch die Tour mit einmal jeweils eine halbe Stunde laden schaffen. Aber ich wollte ja auch möglichst realistische Werte machen. Also das heißt, selbst wenn man nur einfach lädt zu Hause, während das Auto herumsteht, dann sind das nur noch 1 Stunde 21 Minuten und nicht mehr 2 Stunden 9 Minuten. Man kann also richtig Zeit sparen. Und wenn man es perfekt machen will, dann nutzt man die vorhandene Ladeinfrastruktur, nicht nur Ionity, und dann kommt man nochmal schneller voran. Denn dann kann man das wirklich so machen, dass man auf der Hintour nur einmal 29 Minuten im Porsche-Zentrum
in Leipzig lädt nach 307 Kilometern und auf der Rücktour dann eben halt einmal in Hohenwarsleben 9 Minuten. Vielleicht kann man im Sommer darauf auch verzichten und dann eben halt wieder am Dresdner Tor, um dort dann auch wieder 29 Minuten zu laden. Das heißt also, wenn du von einem Auto mit Verbrennungsmotor umsteigst, vergiss die Nutzung, wie du es vorher übers Tanken mit einem Verbrenner gemacht hast. Das funktioniert nicht so gut mit dem Elektroauto wie mit einem Verbrenner. Ist auch ganz klar, du brauchst einfach länger, um das Auto zu laden. Vorteil ist, dass du in dieser Ladezeit die Zeit nutzen kannst. Denn ich sehe immer wieder Verbrennerfahrer, die sagen so nach dem Motto, ja, der Tankvorgang dauert nur 5 Minuten. Das mag sein, wenn man dann aber zum Beispiel eine Autobahnraststätte ist, geht man noch auf Toilette oder kauft noch was oder hat dann doch eine Schlange an der Kasse und dann sind im Durchschnitt nach den Erhebungen zum Beispiel von Tank und Rast 20 Minuten weg. Und diese 20 Minuten kann man dann zum Beispiel auch nutzen, um das Auto zu laden. Denn während das Auto lädt, kann man alles andere erledigen. Man muss die Ladung nicht irgendwie extra an der Kasse bezahlen, steht da also nicht an. Man kann auf die Toilette gehen, während das Auto lädt. Und dieser Denkfehler, der ist für viele am Anfang normal, ist ja auch logisch, denn wir sind ja sozusagen mit dem Verbrenner aufgewachsen. Aber das ist das, was hier massiv Zeit kostet. Also ich hoffe, dass der Skoda Enyaq-Fahrer das Video sieht, denn ich hatte, wie gesagt, leider nicht mehr die Gelegenheit, ihm zu sagen, was für einen großen Einfluss das Destination Charging hat, und kann ihm nur empfehlen, auch wenn man nur zu Hause eine Haushaltssteckdose hat, ist kein Problem, es dauert dann halt einfach länger. Beim Enyaq dauert das dann, wenn er so mit 2 Kilowatt lädt und 75 Kilowattstunden in der Batterie hat, im Extremfall dann eben halt 32 Stunden. Das hört sich natürlich nach viel an, aber letztendlich ein Wochenende hat mehr Zeit und dementsprechend könnte man selbst an der Haushaltssteckdose das Auto aufladen. Und eine Starkstromsteckdose mit 16 Ampere ist auch schnell montiert, ist auch nicht teuer. Und darüber kann man das dann mit 11 kW aufladen. Und dann reden wir hier über 6 bis 7 Stunden, je nachdem, wie voll die Batterie ist, wenn man nach Hause kommt. Und das ist der große Vorteil vom Elektroauto. Mein Auto, zum Beispiel auch mein Smart Electric Drive, ist immer zu 100% geladen. Und zwar, wenn er rumsteht. Und deswegen stört es mich nicht, dass er zum Beispiel nur eine Reichweite von so 70 bis 120 Kilometer hat, je nach Wetter, weil er eben halt immer diese 70 bzw. 120 Kilometer hat oder eben halt innerhalb von sehr kurzer Zeit diese Reichweite wieder reicht. Also macht nicht diesen Denkfehler, dass ihr denkt, es ist nicht so wichtig, am Ziel oder am Zwischenziel zu laden. Ich merke das auch immer wieder bei meinen Geschäftsterminen. Wenn ich nicht laden kann, dann wird das elend lang, dann stehe ich echt noch mal so eine Stunde extra an der Ladestation, die ich mir eigentlich schenken könnte, denn während ich arbeite, wird das Auto aufgeladen und gut ist. Ja, ich hoffe, der Tipp hat euch geholfen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare oder Korrekturen habt, schreibt sie gerne unter das Video in die Kommentare. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr es ganz einfach tun. Klickt hier auf das E-Auto und Point of Interest. Und wichtig ist, stellt die Benachrichtigung ein, denn dann kriegt ihr die Info, wenn ein neues Video online ist. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich vermute, es wird die HPC-Ladetour nach München. Bis dann, euer Dirk Henningsen.